Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute dreht sich alles um eine echte Herbstikone, den Kürbis. Ob als schaurige Halloween-Deko in der Küche oder sogar im Garten. Kürbisse sind unglaublich vielseitig und absolut faszinierend. Aber wusstet ihr, dass Kürbisse nicht nur toll aussehen, sondern auch super gesund sind? In diesem Video erfahrt ihr alles, was ihr über Kürbisse wissen müsst. Wofür sie gut sind, was man alles aus ihnen machen kann und natürlich, wie ihr sie in der Küche zu echten Leckerbissen verwandelt. Also bleibt dran, denn nach diesem Video werdet ihr Kürbisse mit ganz neuen Augen sehen. Der Kürbis, ein wahres Multitalent. Fangen wir mal ganz allgemein an. Was macht den Kürbis eigentlich so besonders? Der Kürbis gehört zur Familie der Kürbisgewächse und es gibt ihn in unzähligen Formen, Farben und Größen. Von kleinen handlichen Zierkürbissen bis hin zu riesigen Speisekürbissen, die locker mal über 100 Kilo auf die Waage bringen. Die Vielfalt ist beeindruckend. Und das Beste daran? Kürbisse sind nicht nur dekorativ, sondern auch unglaublich gesund. Sie sind reich an Vitaminen, Ballaststoffen und Antioxidantien, die euren Körper gut tun. Besonders der hohe Gehalt an Beta-Carotin, eine Vorstufe von Vitamin A, macht den Kürbis zu einem echten Powerfood für die Augen, Haut und das Immunsystem. Gesund und lecker, das steckt im Kürbis. Kürbisse sind kalorienarm und trotzdem vollgepackt mit Nährstoffen. Neben Beta-Carotin enthalten sie Vitamin C, das eure Abwehrkräfte stärkt, und Kalium, das gut für den Blutdruck ist. Die vielen Ballaststoffe unterstützen eure Verdauung und sorgen für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl. Perfekt, wenn ihr auf eure Linie achten wollt. Und das Beste? Kürbisse lassen sich in so vielen verschiedenen Gerichten verwenden, dass sie nie langweilig werden. Die Vielfalt der Kürbisse. Welche Sorten gibt es? Jetzt, wo wir wissen, warum Kürbisse so gesund sind, schauen wir uns mal an, welche Sorten es gibt und was ihr damit anstellen könnt. Hokkaido-Kürbisse. Der Hokkaido ist wahrscheinlich der bekannteste Speisekürbis. Er hat eine leuchtend orangefarbene Schale, die anders als bei vielen anderen Kürbissorten mitgegessen werden kann. Das macht ihn besonders praktisch in der Küche, denn ihr spart euch das Schälen. Sein süßlich-nussiger Geschmack passt hervorragend in Suppen, Eintöpfe und sogar in Süßspeisen. Probiert doch mal einen Kürbiskuchen oder Kürbismuffins mit Hokkaido. Ihr werdet überrascht sein, wie lecker das ist. Butternut-Kürbis. Der Butternut-Kürbis hat eine birnenförmige Form und eine zarte, beige Schale. Sein Fruchtfleisch ist besonders cremig und hat einen leicht buttrigen Geschmack, was ihm seinen Namen gegeben hat. Er eignet sich perfekt für Pürees, Currys und als Beilage zu Fleischgerichten. Der Butternut lässt sich auch hervorragend grillen oder im Ofen rösten. Ein Genuss, den ihr nicht verpassen solltet. Muskatkürbis. Der Muskatkürbis ist einer der größten und schwersten Kürbisse. Seine Schale ist oft gerippt und grünlich bis orange gefärbt. Sein Fruchtfleisch ist tief orange und hat ein intensives Aroma, das leicht an Muskatnuss erinnert. Er eignet sich hervorragend für Suppen, Aufläufe und Risottos. Außerdem könnt ihr aus dem Muskatkürbis ein leckeres Kürbisbrot backen. Perfekt für ein gemütliches Herbstfrühstück. Spaghetti-Kürbis. Der Spaghetti-Kürbis ist eine echte Besonderheit. Sein Fruchtfleisch zerfällt nach dem Garen in Spaghetti-ähnliche Fäden. Ihr könnt ihn also als kalorienarme Alternative zu echten Spaghetti verwenden und mit eurer Lieblingssoße genießen. Einfach den Kürbis halbieren, entkernen, im Ofen garen und das Fruchtfleisch mit einer Gabel herauskratzen. Schon habt ihr eine gesunde und leckere Pasta-Alternative. Zierkürbisse. Neben den Speisekürbissen gibt es auch eine Vielzahl an Zierkürbissen, die vor allem zur Dekoration verwendet werden. Diese kleinen, bunten Kürbisse sind in allen möglichen Formen und Farben erhältlich und machen sich toll als Herbstdeko auf dem Tisch oder im Eingangsbereich. Achtung! Zierkürbisse sind meist nicht essbar, da sie Bitterstoffe enthalten können, die giftig sind. Also bitte nur anschauen, nicht probieren. Kürbisse in der Küche. Was ihr daraus machen könnt. Jetzt kommt der spannendste Teil. Was könnt ihr eigentlich alles aus Kürbissen zaubern? Die Antwort ist ganz einfach. So gut wie alles. Hier sind ein paar Ideen, wie ihr Kürbisse in der Küche vielseitig einsetzen könnt. Kürbissuppe, der Klassiker. Wenn ihr an Kürbis denkt, fällt euch wahrscheinlich als erstes Kürbissuppe ein. Und das aus gutem Grund. Eine cremige Kürbissuppe ist nicht nur unglaublich lecker,
sondern auch super einfach zubereitet. Alles, was ihr braucht, ist ein Kürbis, zum Beispiel Hokkaido oder Butternut, Zwiebeln, Knoblauch, etwas Gemüsebrühe und Gewürze. Schneidet den Kürbis in Stücke, dünstet Zwiebeln und Knoblauch an, gebt den Kürbis dazu und lasst alles in der Brühe köcheln, bis der Kürbis weich ist. Dann wird alles püriert und mit Gewürzen wie Curry, Ingwer oder Muskat abgeschmeckt. Ein Schuss Sahne oder Kokosmilch macht die Suppe extra cremig. Perfekt für kalte Herbsttage. Ofengerösteter Kürbis. Wenn es schnell gehen soll, ist ofengerösteter Kürbis eine tolle Wahl. Schneidet den Kürbis in Spalten, würzt ihn mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und euren Lieblingskräutern und ab in den Ofen. Bei etwa 200 Grad braucht der Kürbis je nach Dicke der Spalten etwa 20 bis 30 Minuten, bis er weich und leicht gebräunt ist. Ofenkürbis passt hervorragend zu Fleisch, Fisch oder einfach als vegetarische Hauptspeise mit einem Dip aus Joghurt und Kräutern. Kürbispüree. Kürbispüree ist eine wunderbare Beilage, die ihr ganz einfach selber machen könnt. Besonders Butternut-Kürbisse eignen sich dazu hervorragend. Kocht den Kürbis weich, püriert ihn und würzt das Püree mit etwas Butter, Salz, Pfeffer und Muskat. Das Püree passt super zu Braten, Geflügel oder auch als Grundlage für ein cremiges Kürbisrisotto. Gefüllter Kürbis. Wie wäre es mal mit einem gefüllten Kürbis? Dafür eignen sich besonders kleinere Sorten wie Hokkaido oder Butternut. Schneidet den Deckel ab, entfernt die Kerne und füllt den Kürbis nach Belieben. Zum Beispiel mit einer Mischung aus Hackfleisch, Reis, Gemüse und Käse. Danach kommt der Kürbis bei 180 Grad für etwa eine Stunde in den Ofen. Das Ergebnis ist ein beeindruckendes Gericht, das nicht nur optisch was hermacht, sondern auch unglaublich lecker ist. Kürbis in süßen Speisen. Kürbisse können auch süß. Ihr könnt aus Kürbispüree einen saftigen Kürbiskuchen, Kürbismuffins oder sogar Kürbiscookies backen. Der nussige Geschmack des Kürbisses harmoniert perfekt mit Gewürzen wie Zimt, Nelken oder Muskatnuss. Besonders beliebt ist der amerikanische Pumpkin Pie, ein cremiger Kuchen aus Kürbispüree, Gewürzen und einem knusprigen Mürbeteigboden. Ein Muss für jeden Kürbisfan. Kürbiskerne und Kürbiskernöl. Wusstet ihr, dass ihr auch die Kerne eures Kürbisses verwenden könnt? Kürbiskerne sind eine leckere und gesunde Knabberei, die ihr ganz einfach selber rösten könnt. Dafür entfernt ihr die Kerne, reinigt sie gründlich, trocknet sie und röstet sie dann im Ofen mit etwas Salz und Öl. Aus den Kernen wird übrigens auch das kostbare Kürbiskernöl gewonnen, das besonders in der österreichischen und steirischen Küche sehr beliebt ist. Es hat einen nussigen, intensiven Geschmack und eignet sich perfekt für Salate, Suppen oder einfach zum Dippen mit Brot. Kürbisdeko. Kreative Ideen für den Herbst. Kürbisse sind nicht nur in der Küche ein Hit, sondern auch eine tolle Deko-Idee für den Herbst. Hier ein paar kreative Tipps, wie ihr euren Kürbis in Szene setzen könnt. Kürbislaternen schnitzen. Kein Herbst ohne Kürbislaternen. Besonders zu Halloween sind geschnitzte Kürbisse ein absolutes Muss. Alles, was ihr braucht, ist ein großer Kürbis, ein scharfes Messer und ein bisschen Kreativität. Schneidet den Deckel ab, entfernt die Kerne, die könnt ihr wie gesagt rösten, und kratzt das Fruchtfleisch heraus. Danach könnt ihr ein Gesicht oder ein schönes Muster in die Schale schnitzen. Mit einem Teelicht oder einer LED-Kerze beleuchtet, verbreitet euer Kürbislicht eine gemütliche, schaurige Atmosphäre. Herbstliche Tischdekoration. Auch als Tischdeko machen Kürbisse einiges her. Kombiniert kleine Zierkürbisse mit herbstlichen Blättern, Zweigen und Kerzen, um einen stimmungsvollen Tischschmuck zu zaubern. Oder hüllt einen kleinen Kürbis aus und verwendet ihn als Vase für herbstliche Blumen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Kürbisblumenstecker. Eine weitere tolle Deko-Idee sind Kürbisblumenstecker. Dafür könnt ihr kleine bunte Zierkürbisse verwenden, die ihr mit einem Holzstab in euren Blumentöpfen oder Blumenbeeten befestigt. Diese farbenfrohen Dekorationen bringt garantiert Herbststimmung in euren Garten und auf den Balkon. Kürbisse im Garten. So pflanzt ihr euren eigenen Kürbis an. Zum Schluss noch einen kleinen Ausflug in den Garten. Habt ihr schon mal daran gedacht, eure eigenen Kürbisse anzubauen? Es ist einfacher, als ihr denkt. Der richtige Standort. Kürbisse lieben Wärme und Sonne. Also wählt für euren Kürbis einen sonnigen Platz im Garten. Der Boden sollte nährstoffreich und gut durchlässig sein. Ihr könnt den Boden vor dem Pflanzen mit Kompost verbessern,
um den Kürbis optimal zu versorgen. Achtet darauf, dass die Kürbispflanzen genügend Platz haben, denn sie breiten sich gerne aus und brauchen viel Platz zum Wachsen. Aussaat und Pflege. Kürbisse könnt ihr ab April im Haus vorziehen oder ab Mai direkt ins Freiland säen. Die Samen werden etwa 2 bis 3 cm tief in die Erde gesteckt. Haltet den Boden feucht, aber nicht zu nass. Kürbisse mögen es feucht, aber Staunässe sollte vermieden werden. Sobald die Pflänzchen kräftig genug sind, könnt ihr sie ins Freiland setzen. Gebt den Pflanzen viel Wasser und düngt sie regelmäßig, um ein kräftiges Wachstum zu fördern. Erntezeit. Je nach Sorte sind Kürbisse ab August bis Oktober reif zur Ernte. Erkennen könnt ihr das daran, dass die Schale hart und nicht mehr mit dem Fingernagel zu durchdringen ist. Schneidet den Kürbis mit einem scharfen Messer ab und lasst einen kleinen Stielansatz dran. Das verlängert die Haltbarkeit. Kürbisse lagern sich am besten an einem kühlen, trockenen Ort, wo sie mehrere Monate lang halten können. Kürbisse, die Alleskönner des Herbstes. Das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr habt jetzt genauso viel Lust auf Kürbisse wie ich. Ob in der Küche, als Deko oder sogar im Garten. Kürbisse sind wahre Alleskönner und machen den Herbst einfach noch ein Stück schöner. Probiert doch mal die Rezepte aus, die wir euch heute vorgestellt haben, und lasst euch von unseren Deko-Ideen inspirieren. Ihr werdet sehen, Kürbisse sind nicht nur lecker, sondern auch unglaublich vielseitig. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da und schreibt uns in die Kommentare, was ihr für Rezepte probiert habt. Abonniert auch gerne unseren Kanal für noch mehr leckere Rezepte und kreative Ideen rund um den Herbst. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit euren Kürbissen.